Oh ja, ist ja gut. Naja, die Tierwelt, sie lebt. Endlich sind wir am Strand angekommen. Warte mal, ich gucke mich mal ein bisschen um. Ein Schaf am Strand ist ein bisschen fehlgeleitet, fehlgeplatziert. Irgendwo, wenn ich nicht aufpasse, türmt sich vor uns ein Kolossant auf und verschlingt uns in die Tiefen, im Reich des Vergessens. Doch zuvor begrüßen uns wilde Sankabu. Da fehlt mir aber gerade noch. Hier sieht es einigermaßen gerade aus. Will ich es nicht einfach mal hier versuchen? Da war. Das haben wir schon mal gut durchkalkuliert. Jetzt hiermit noch. Hier, zack. Das hätten wir soweit. Und nun kommt der eigentliche Teil. So. Viele können schon erahnen, was das sein soll. Oh, ich hätte noch mal Stufen mitnehmen sollen, irgendwie. Oh, ich habe ein Schild vergessen. Und dies und das und jenes. Oh, Schmerz.
und einen Hammer habe ich auch noch vergessen, falls ich was falsch mache. Ich bin super vorbereitet. Es ist eigentlich eigentlich unmöglich physikalisch. Aber egal. Weißt du was, dann nutze ich hier so. Muss ich halt später nochmal wiederkommen. Acht müsste es sein. Dann passt das eher. Naja, hätten wir auch ein bisschen besser machen können, aber Moment, das haben wir gleich. Ah, nein, scheiße. Nee, passt. Passt eigentlich. Wobei, meine Frau sagt, geht klar. Also belass was mal dabei. Sagen, dass ich alles Mögliche vergessen habe. Wie ein Schild. Oh wei, da schäme ich mich ja zugrunde. Das heißt jetzt hin und her gelaufen. Was könnten wir jetzt noch dazu aufstellen? Es ist die Gartenfackeln, wollte ich eigentlich auch noch hier platzieren. Oh ja, und hier können wir die Flasche wieder auffüllen. Korrekt.
So, gesättigt. Und weiter geht's. Heimwärts im Mondschein. Jetzt bin ich wieder müde. Oh nein. Das passt doch nicht. Und weit und breit kein Bär zu sehen. Ist eigentlich schon mal gut für uns. Ich laufe mal ein bisschen schneller. Oh ja, Kohlenpfannen könnten wir aufstellen da. So daneben. So eine da, eine links davon, eine rechts davon. Und halt da davor, halt davor. Ja, davor, halt das Schild aufstellen. Und ein bisschen was zu essen. Keine Ahnung. Ach so, ist ein Schaf an der Bergwand. Ich dachte schon, was ist das jetzt für ein Erz? Weißt du was? Da drüben nehme ich auch noch mit. Sieht auch schon wieder nach Wolfram aus. Ja. Hä? Uppala, da plumpsen die Steine ins Wasser. Auch nichts. Ich habe auch keine Fackel. Doch. Eine Fackel. Wow. Und die brennt sofort. Ach, das lassen wir jetzt mal stecken. Hier ist Kotoni. Ah!
heißt das Pokémon? Entschuldigung. Ja, ich fange schon wieder so an. Ich merke schon, für die nächsten Bauprojekte sollte ich mich besser mal vorbereiten. Also besser vorbereiten, so. Ich glaube, ich komme. Jawohl, wir kommen in bekannten Gefilden, endlich nach einer halben Ewigkeit. Wenn es jetzt sowas wie eine Eisenbahnschiene gäbe, dass ich schnell von einem Ort zum anderen hinfahren kann, das wäre schon klasse. Ja, von teleportieren habe ich ja nichts. Von sofort Schnellreisedingern, da habe ich ja nichts von. Kann ja ruhig schon, die Landschaft im Schnelldurchgang mitnehmen. Teleportieren ist ja auch Schnelldurchgang, ja, aber halt instant und nicht, ne? Also ist ja ganz plötzlich und nicht so langsam, aber sicher. Ach. Ja, ich merke es selber gerade hier. Wie soll ich das erklären? Macht ihr mal. Wieder kennen. Darf doch nicht wahr sein. Der darf doch jetzt nicht wahr sein. Steine, zack, zack. Habe ich doch gar nicht so viel gebraucht, wie ich angenommen habe.